Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. Im letzten Part haben wir uns um die Citadel gekümmert und also beziehungsweise haben ein paar Sachen eingekauft und ein paar wunderschöne Empfehlungen und Rabatte eingesackt und mit Anderson geredet. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen wieder herumfliegen und unsere kleinen Missionen machen. Und ich bin gespannt, was ich als erstes machen werde. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein paar Leute rekrutieren. So. Und wenn wir das getan haben, werden wir Leute rekrutieren. So, Mann. Und zwar, wenn wir auf die Galaxiekarte hauen. Wusch. Ja. Ach ja, ich muss ja viel fliegen. Also. So. So, Necrogana rekrutieren. Corlos. Na komm schon. Und Lamp. Landen. Ich kann ja momentan nur die beiden hinzufügen. Anders bleibt nichts anderes übrig. Annehmen. So. Kann ich momentan nichts machen. Habe noch gar nicht gekämpft. Keine Ahnung, ob auch hier freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Befehle über Lautsprecher verkünden? Reizend. Konzentriert bleiben. Wir suchen einen Kroganer-Warlord. Genau. Angeheuert zu werden ist nur der Alpha. Sie alle müssen sich ihren Platz in der Armee erst verdienen. Beobachtungsposten voraus. Sie wurden angespannt. Das hat wehgetan. Das muss wehtun. Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Mistkerl! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Genau. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jador hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Es ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jador will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Sehr artig. Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jildor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. So. Haben Sie Okir gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was hat Jador mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen.
aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Wenn sie jetzt loshumpeln, finden sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor sie verbluten. Oh. Scheiße. Scheiße. Ihm Angst zu machen, war ein hübscher Gedanke. Dachte ich mir auch. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jodors Labor. Wie fand ich das auch fies. So. Aus. Ich hab sie. Das wird sie umwerfen. Weiter Boden. Ja. Können Ihnen als Beispiel und als Warnung dienen. So will sie auch sein mögen, als Fehlschlag sind sie entbehrlich. So, weiter geht's. Bringt Munition, ey. Der ist eine Woche alt? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf. Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern. Gezüchtet, um zu töten. Nein, ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Hä?
Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Orkias Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr, aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Labor mit Kroganern. Noch ein Versuch, die Genophage zu heilen? Heilmittel? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Der Söldner sagte, sie wären alle wahnsinnig. Aber der hier scheint bei klarem Verstand zu sein. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Orkia sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Du bist auch irgendwie aus Fleisch. Ich bin froh, dass er im Moment auf unserer Seite ist. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind Sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn Sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Okay. Die Sache gefällt mir nicht. Erhöhte Wachsamkeit. Danke für dein Geld. Sie sind frei! Rennt um eure verdammte... Yeah! Jetzt komm! Bullenzi, das war's für dich! Du kannst dich nicht verstecken. Kommt aus den Laboren, ey.
So, ab nach oben. So. So, dann würde ich mal sagen, betreten wir mal die Tür hier. Machen wir mal umgehen. So. Ah, verdammt. So, nochmal. Start umgehen. So, geschafft. So. Organe auf 6 Uhr! Antworten Sie, verdammt! Wo sind Chateau und Ihre Leibwächter? Ui, wo sind wir denn hier? Damit lässt sich was anfangen. Danke sehr. Munition bin ich voll offenbar. Medikill. Wir wurden entdeckt. Da. Hilfe. Erwischt! Was nicht. Wollen wir es mal hacken. So. Na, wo bist du? Bingo, 1. 2. Na, da bist du schon. 3. 4000 Credits. Jawohl. Das war's für dich. Wow.
geiler Schuss. Machen wir es nochmal. Thermomagazin. So. Alle Männer müssen aus den Labors abgezogen werden, um hier mitzukämpfen. Jede Ebene, jeder Außenposten. Bewegung! Ach, halt die Backen. Genau da. Da. Unterwegs. Ah, verdammt. Mir war das so. Hab sie erwischt. Wir euch fertig. Bin dabei. So. Nehme Deckung. Gut. Ah. Ist da noch jemand? Nein, offenbar nicht. Gut. Alles mitnehmen, was geht. Ah, man zählt. 4000 Credits, danke sehr. Ah, liegt auch ein PA. Perfekt. So, wollen wir mal hacken. Dun, 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 dun. Eins. Zwei. Da komm schon. Da, drei. Ah, so langsam will ich es ja mal raus mit dem PC, das alles zu hacken. Geht doch einfacher. Wo seine Xbox eigentlich ist, einfacher war. Taktische Tarnung. Habe den Kontakt verloren. Bin dorthin unterwegs. Aha, hab ich gesehen. Beziehungsweise dein Bein hab ich gesehen. Aha. Ja. Ui, ui, ui. Stirb doch endlich mal. Ist ja furchtbar. Komm nur rüber. Ende Spiel.
unterwegs. Erwischt! Gute Reise! Ah, ich will nicht getötet werden. Kopfschuss! Jawohl. Nein, Jacob! Ja, so der Laden, der ist selbst an. Da kommt schon. Alles klar. Bestätige. Verstanden. Schon unterwegs. Geh jetzt. Schon unterwegs. Bin dorthin unterwegs. Gute Reise. Jetzt habe ich beide verloren. Feinde bei uns. Löse Tech-Überlastung auf. Das war's für dich. So, das war's für diesen Part. Im nächsten Part geht's dann auch schon weiter, weil mir bleibt gerade nicht mehr so viel Zeit übrig. Aber es geht versprochen weiter. Bis dann!